Da sehen wir uns wieder. Eine Woche ist vergangen, glaube ich, in der Internetzeit. Nächstes Video steht an. Mythos Nummer 2. Was passiert, wenn man einen Cheeseburger bestellt und den Käse runternimmt an diesen Terminals? Fragestellung, muss man dann weniger zahlen oder zahlt man im Endeffekt einen Hamburger zum Preis vom Cheeseburger? Und natürlich, bekomme ich das Produkt in einem Cheeseburger-Papier oder in einem Hamburger-Papier? Wer weiß, finden wir es heraus. So, der nächste Mythos. Diesmal nehmen wir mal Englisch, vielleicht geht es auf Englisch besser. Wir nehmen diesmal einen Cheeseburger und der 2 Euro kostet. Und nehmen hier mal den Käse weg. Special request? No cheese. Oh yeah, baby. Brandon likes it. Safe. Add to your order. Ah, guck mal, habt ihr gesehen? 2 Euro der Preis. Aber jetzt ist ja die Frage, no thanks, ob es im Cheeseburger-Papier kommt oder im Hamburger-Papier. Okay, ich zahle jetzt mal. Das war Mythos Nummer 2. Das heißt, ich habe Mythos Nummer 2, meine Bestellung 272, sogar hier in der Tasche. Wir gucken jetzt mal nach. Das ist der Cheeseburger ohne Käse. Es ist Cheeseburger-Papier und es steht drauf Cheeseburger ohne Käse. Es ist kein Hamburger. Und Freunde, ich gucke jetzt live nach. Guck mal hier. Geil. Guck mal. Käse drauf. Aber keine Gurken, keine Zwiebeln, kein gar nichts. Und guck mal hier. Lies die Bestellung. Das ist zu geil. Das ist zu geil. Und guck mal hier, wenn man guckt. Es steht drauf. Oh, sieht man meine Karten. Nochmal hier was? Nee, bestimmt nicht. Also es steht drauf Cheeseburger ohne Käse. Nichts mit ohne Gurken und so. Ja. Also das ist McDonald's. Ich möchte gerne, an dieser Stelle möchte ich gerne McDonald's danken, Dankeschön, dass ich viral gehe. Aber ich stehe auf Cheeseburger, ne? Oh, Scheiße. Ich würde jetzt so gerne. Naja, okay, also macht's gut, Dankeschön, bis demnächst.